Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Hause und herzlich willkommen, sage ich, meinen heutigen Gästen. Soll ich sagen? Ich sage nicht. Ich singe viel lieber. Dieser Satz ist legendär. Über 4000 Mal hat ihn Ex-Burgschauspieler Heinz Zuber als Clown Enrico ausgesprochen und begeisterte damit 3 Jahrzehnte lang Generationen von Kindern. Vor wenigen Tagen feierte er seinen 75. Geburtstag und blickt zurück auf sein Leben. Wir ziehen Tyrannenkinder mit Betriebsstörungen groß, sagt Psychotherapeutin und Erziehungsexpertin Martina Leibowitz-Mühlberger. Was machen Eltern und Pädagogen da falsch? Und wie kann man die Jungen zu handlungsfähigen und verantwortungsbewussten Menschen erziehen? Seit dem Sensationserfolg von Elisabeth Anfang der 90er ist Pia Daus als Musical-Darstellerin ja auf allen Bühnen der Welt zwischen Westend und Broadway gestanden. Für ihre aktuelle Produktion Next to Normal kehrt sie jetzt nach Wien zurück. Das Stück behandelt das Tabuthema Depressionen, das der gebürtigen Holländerin selbst nicht fremd ist. Und ich begrüße Alexander Pointner. Der erfolgreichste Skisprungtrainer der österreichischen Adler hat das wohl Schlimmste erlebt, was dein Elternteil erleben kann. Vor 4 Monaten ist seine Tochter Nina an den Folgen eines Suizidversuches gestorben. Was gibt Kraft in dieser schweren Zeit? Wie gelingt der Mut zum Absprung? Was hilft dem 45-Jährigen, der auch selbst an Depressionen erkrankt war? Das sind heute meine Gäste. Schön, dass Sie, dass ihr alle da seid. Alexander, du hast gerade vorher zu mir gesagt, Heinz Zuber ist das Idol deiner Kindheit. Erzähl uns darüber. Ja, ich kann mich noch ganz genau erinnern. Es war immer am späten Nachmittag und ja, es war ein Fixtermin. Und es war immer eine Bereicherung für meinen Tagesablauf, wenn der Enrico dann gekommen ist. Ja. Und ich sage nicht. Ja, was haben Sie? Ja? Entschuldigung, vorhin hat er gerade gesagt, ich habe mir dich viel größer vorgestellt. Ja. Du bist ja gleich 10 Zentimeter gewachsen, oder? Ja, viel größer. Aber Heinz, das ist ja genau das, was dir passiert. Und wir haben es auch vorher gemerkt, dass wir hier im Team gesagt haben, Heinz Zuber kommt heute. Jeder sagt, du wirst immer, jeder freut sich auf dich. Jeder das verbindet freut schön mich dich. Wahnsinnig. Ja, das ist so, das ist schön. Ja. Ein Glück, danke. Alexander, und es ist schön, wenn du das erzählst, auch wieder ein leises Lächeln auf deinen Lippen zu sehen, denn es ist so eine harte Zeit für deine Familie und für dich nach dem Tod deiner Tochter. 4 Monate ist es her, das ist natürlich eine sehr kurze Zeit, in der Schmerz und Trauer noch sehr präsent sind. Gibt es dennoch schon Momente, wo du dir gestattest, auch wieder ein frohes Herz zu haben? Wie blickst du aufs Leben? Siehst du, dass draußen Frühling ist? Ich sehe schon, dass Frühling ist. Ich glaube, man muss die Augen offen halten, um wieder Lebenskraft zu bekommen. Und es war jetzt einfach so eine lange Zeit, nicht nur der Tod von der Nina, war so ein dramatisches und unheimlich schmerzliche Erfahrung, sondern die Zeit davor. Die Nina ist 13 Monate im Koma gewesen. Wir waren jeden Tag bei ihr im Krankenhaus. Und haben sie begleitet, unterstützt und alles natürlich versucht, ihr zu geben, dass vielleicht doch noch das Unmögliche möglich wird und dass sie wieder ins Leben zurückkommen kann. Es war der 5. November 2014 und du warst genau hierher zu uns zur Aufzeichnung der Sendung, wolltest damals dein Buch Mut zum Absprung in der Sendung vorstellen, bist mit dem Flugzeug aus Innsbruck gekommen. Wie du angekommen bist, kam der Anruf von deiner Frau, die dir gesagt hat, was passiert ist. Du hast dich sofort in denselben Flieger wieder gesetzt, bist zurück. Deine Frau war vor Ort, hat eure Tochter gefunden. Bei dir hat es 2-3 Stunden gedauert, bis du wieder zu Hause warst. Was für Gedanken sind da in dieser Zeit? Man will die Realität nicht begreifen und man kann es eigentlich nicht wahrhaben. Es war so, dass ich es nur im Flugzeug vor dem Aussteigen erfahren habe. Die Angie, meine Frau, hat die Nina gefunden und wieder ins Leben zurückgebracht. Also die Angie hat es ganz schwer gehabt, weil sie die Nina 2-mal sterben hat gesehen. Und ich habe leider nicht mit dem gleichen Flieger, obwohl es der gleiche Flieger wäre, wenn ich sitzen geblieben wäre, aber das habe ich nicht dürfen. Und durch ein Missverständnis, dann wo ich hingebracht worden bin, habe ich 3 Stunden am Flughafen warten müssen. Mhm. Und ich bin natürlich sehr gut aufgenommen worden im Flughafen, aber es war so eine schwere Zeit, weil ich einfach tatenlos das über mich ergehen habe lassen müssen. Es sind so viele Gedanken durch den Kopf gegangen
wenn die Gedanken ganz kurz einmal woanders sind, weil man irgendwas organisieren hat müssen wegen einem Ticket, und wenn man dann wieder in diese Realität zurückkommt, dann ist es ganz schlimm gewesen, weil man es, das ist heute noch so, wenn man aufwacht und man kommt wieder so zu Sinnen und man steigt aus einem Traum aus und kommt dann wieder in die Realität, und immer wieder ist die Härte des Lebens dann zu spüren. Mhm. Und es sind langsame Schritte wieder zurück, aber eins muss man sich bewusst sein, es wird sicher nie mehr so werden, wie es davor war. Hintergrund auch dieser Tragödie ist, dass das Thema Depressionen in deiner Familie ein Thema ist. Du wusstest, dass dein Sohn daran erkrankt ist. Du hast selber eine Episode gehabt, über die du dann auch öffentlich danach gesprochen hast. Wie war das bei Nina? Nina war 16, sie war gut in der Schule, sie war musikalisch begabt, sie war ein Auslandsjahr in Amerika, hat sie verbracht. Welche Veränderung hat es da gegeben? Was habt ihr wahrgenommen? Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass die Depression sich immer unterschiedlich ausdrückt. Also bei Max war es ganz, ganz anders. Der hat sie nach außen präsentiert, er ist zum Bank mutiert, und man hat einfach die Last auf seinen Schultern auch nach außen hin gesehen. Nicht nur gemerkt, sondern auch gesehen. Bei der Nina war das überhaupt nicht der Fall. Die Nina ist eine starke junge Frau gewesen, die der Fels in der Brandung war, wo sie Max schlecht gegangen ist. Sie war die Einzige, die so diesen Zugang auch zu ihm gehabt hat, wo es ganz schlimm war. Und ja, sie war lebensfroh und war überall präsent. Sie hat keine Scheu gehabt, egal ob das auf Bühnen war. Wir waren in Ägypten und da hat der Gabelier gespielt, und sie wollte unbedingt einmal auf der Bühne stehen. Und beim Soundcheck ist sie einfach rauf und hat gespielt. Ja, und dann hat es geheißen, um 9 kann sie wiederkommen und 2 Lieder spielen. Da war sie 14 und hat ein halbes Jahr Gitarre gespielt und hat das gemacht, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie hat sich auch daheim nicht versteckt. Es drückt sich auch oft Depression aus, dass man sie zurückzieht, dass das soziale Kontaktsystem nicht mehr funktioniert. Und bei ihr war es ganz anders. Sie ist immer im Mittelpunkt einer Familie gewesen, am Küchentisch, hat dort die Hausübungen gemacht, hat gesprochen. Sie hat auch über ihre Depression gesprochen und ist sofort Therapie gegangen, nachdem sie gemerkt hat, es stimmt hat etwas Hilfe nicht. Ja. Pia, du beschäftigst dich mit diesem Thema Depressionen jetzt künstlerisch, weil dieses Musical Next to Normal, wo dieses Tabuthema aufgegriffen wird, eben bevorsteht. Du blickst aber auch auf eine eigene Geschichte zurück. Ja. Welche Erinnerungen werden da wach, wenn du diese Erzählung hörst? Also ich erkenne mich schon, in Nina auch, aber beide eigentlich, so dass, na, dass es so himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt manchmal, diese. Ich habe dann gespielt abends in der Vorstellung und alles war gut, und dann kam ich nach Hause und tagsüber bin ich dann vom Fernseher gesessen und habe nichts gemacht in meinem Schlafrock und habe einfach gewartet, bis die Vorstellung wieder anfängt. Und niemand hat es gemerkt, und ich habe selber nicht gemerkt. Ich wusste gar nicht, was los war, bis ich dann mal in Therapie gegangen bin und herausgefunden habe, dass das Depressionen sind und dass ich veranlagt war auch in meiner Familie. Martina, kann man von außen erkennen, was ein Mensch, der an Depressionen leidet, durchmacht, in welche Zustände der überhaupt kommt? Welche Hinweise gibt es da auch für andere, sowas wahrzunehmen? Das ist wirklich sehr schwierig. Und ich habe jetzt gerade zugehört und mir gedacht, wenn ich jetzt Zuschauer bin, dann bin ich jetzt gänzlich verwirrt, nicht? Weil sozusagen die Erwartung, dass da einer sitzt und heult und ich denke mir, okay, dem geht's schlecht, das sieht man, die kann ich befriedigen, aber jetzt höre ich auch, wenn jemand besonders leistungsfähig ist oder besonders fröhlich, besonders kontaktfreudig auf der Bühne ist, da könnte auch Depression dahinter sein, nicht? Das lädt schon wieder sehr, sehr vieles auf die Schultern von allen rundherum und auch von Eltern in Wirklichkeit. Ich glaube, der Entscheidende ist hier der Betroffene selber, nicht? Und seine Einbringung in seinem Kontaktnetz, in seinem Bezugsrahmen, jetzt so im Fall ihrer Tochter auch im Rahmen von Schule, Freunde, da kann man nicht immer nur alles auf die Familie polarisieren. Mhm. Die jugendlichen Kinder und die Kinder bewegen sich ja heute den größten Teil der wachen Tageszeit im institutionellen Raum. Und wenn der Betreffende selber
erlebt eine Veränderung zum Negativen, mhm. ja, eine Dysphorie eben, ja dann muss man was tun. Mhm. Heinz, du arbeitest seit vielen Jahren in einer Branche der sensiblen Persönlichkeiten. Bist du da mit dem Thema auch ständig konfrontiert worden? Ist der Clown immer auch ein trauriger Clown? Der Clown ist sicher nicht immer ein trauriger Clown, aber er kommt, also bei mir kam er, und ich denke, er kommt aus der Traurigkeit. Und es hat auch damit zu tun, dass man etwas gegen Depression tun kann, wenn man für andere etwas tut und dann den Clown spielt und die anderen, da ist auch die eigene Depression weg, weil ich denke, dass jeder Mensch irgendwann Depressionen hat. Und ich habe eine Geschichte erlebt. Ich hatte bosnische Flüchtlinge bei mir im Haus und die kamen aus Srebrenica und die waren genau zu diesem Zeitpunkt, als der Vater umgebracht worden ist. Und die haben ihren Vater im Fernsehen gesehen. Und die hatten einen kleinen Buben und die haben gemerkt, wie groß die Depression ist. Und der kleine Clown hatte, der kleine Bub hat immer alle zum Lachen gebracht. Und die Leute haben dann auch gelacht, weil er hat gemerkt, ich muss jetzt was machen, damit die Mami nicht mehr weint. Und es ist ihm gelungen. Also das ist deine Aufgabe. Du hast, und dieser Brief ist auch in deinem ja. Buch drinnen, eines Buben, eines Kindes, ja, das dir geschrieben ja. hat. Er schreibt, ich bin ein damaliges Kind. Und das war unglaublich. Und er hat, während ich das Buch geschrieben habe, kam der Brief aber im Internet über die Homepage und er hat geschrieben, sie haben mich, also ich war ein trauriges Kind, weil ich war nicht zu Hause, ich war in einer anderen Schule und ich habe Depressionen gehabt und der Enrico hat mir immer geholfen, ich habe mir gedacht, mach weiter, es wird schon besser werden. Mhm. Und sowas habe ich, also das ist ein großes Erfolgserlebnis für mich, weil ich kenne es ein bisschen von mir und so habe ich es auch gemeint. Mhm. Alexander, es wird schon weitergehen. Dieser Klassiker reißt dich zusammen. Das sind dann so oft unbeholfene Umgangsformen von anderen, die auch zeigen, dass man eben so unbeholfen ist und nicht weiß, wie man mit Betroffenen umgehen soll. Wie geht's dir damit? Wie ging es dir damit? Ja, das ist so ein üblicher Ausspruch. Ja, stark sein und nach vorne schauen. Nur wenn man Depression hat, dann kann man nicht stark sein in gewissen Zeitpunkten. Es gibt Zeitpunkte, also man kann auch noch sehr leistungsfähig sein, wie man gehört hat, und auf der Bühne stehen. Mhm. Ich war auch Cheftrainer und war in dem Gebiet sehr leistungsfähig und auch erfolgreich. Nur wenn ich von der Schanze dann Richtung Hotelzimmer gegangen bin, dann war von dieser Freude nichts mehr übrig. Mhm. Und stark zu sein, wenn es dann einfach körperliche Ausmaße, also Reaktionen gibt, das ist das Schwierige. Weil dann muss man den Mut haben, das auch zu artikulieren. Und es soll einfach kein Tabuthema sein, ohne das zu kommunizieren und mit Fachleuten sich Unterstützung holen, hat man es ganz schwer, da herauszukommen. Mhm. Das Tabuthema ist angesprochen, Martina, und diese Leistungsgesellschaft, in der das Ganze spielt. Und gerade bei Alexander Pointner wird es so deutlich, der erfolgreichste Trainer, den wir je hatten, und man kennt die Fotos mit Pokalen und mit Medaillen und mit den Siegern, die neben ihm stehen. Und dann spricht der Mann von Depressionen und von Tragödien in seinem Leben. Da hat man das Gefühl, da geht noch eine noch größere Schere auseinander, ja. Was ja eigentlich verkehrt ist, weil es ja zusammengehört. Ist es ein Stigma, ist es nach wie vor ein Tabuthema? Ist es eigentlich in einer Leistungsgesellschaft immer größer werdendes Thema? Für Männer sicher, für Frauen ist es zulässiger, depressiv zu sein in unserer Gesellschaftsnormierung als für Männer. Die sind dann gleich Weicheier und Warmduscher. Und wer würde es schon gern sein? Das heißt, man verleugnet das gerne als Mann. Da gehört schon Mut dazu, das zu tun. Ne? Und es ist so ein scheinbarer Anachronismus, gerade dass die doch so erfolgreich sind, ne? Der kann doch nicht depressiv sein. Ne? Der hat doch all das erreicht, was uns vorgegeben wird, dass es uns glücklich macht. Ne? Und dann stellt gerade so ein Mensch fest, mir geht's nicht gut. Das heißt, das ist ja fast ein Affront, den er da gegen die ganze Gesellschaft begeht. Und das treibt ihn unter Umständen noch mehr in den Untergrund, lässt ihn noch mehr an sich zweifeln, was eine Negativspirale ist letztendlich. Nicht? Und zwar